So, Servus und Habitere, da sind wir wieder, die drei lustigen Zwei der bayerischen Filmpodcast-Szene, und zwar Viva la Movilusion. An meiner Seite der Kani. Habitere. Und der Corby. Aloha. Servus, Mana, und natürlich ich, der Mike, Habitere. Servus, Mike, hallo. Ja, servus, servus. Merci für die Einladung, Mike. Ja, gern. Schön, dass der Einladung nachgekommen ist. Und ja. Wir, nicht nur an euch geht der Dank, sondern auch an Pandastorm. Die Leute von Pandastorm haben uns nämlich ihren neuesten Output drüber geschickt, der auf den Namen Hunted Waldsterben hört. Und der Kani erklärt uns jetzt einmal schnell, um was das da geht. Also gut, bei Hunted geht es darum, da haben wir eine Dame, wird es geheißen? Eve, glaube ich. Eve, kann ich sein? Mhm. Und genau. Die ist in einer Bar und die ist irgendwie so genervt, und weil ich glaube, sie ist so eine Art Bauleiterin, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder Maklerin irgendwie. Oder sowas. Maklerin, auf alle Fälle in einem Bereich, der immer nur recht männerdominiert ist, und das wird da wieder am Anfang gleich ein bisschen, dass die Männer natürlich das wieder ihr gegenüber zeigen, dass sie einen Schwengel haben und sie nicht. Und da ist halt dann gleich mal ein bisschen lästig auf Nacht, und wenn ich in eine Bar gehe oder geht in eine Bar und möchte ein bisschen was trinken, da kommt dann der nächste daher und lässt einen großen Aussehinger, bis dann endlich mal einer kommt, der uns Männer ins positive Licht rückt. Zumindest eine Zeit lang. Weil der vermeintliche Retter, mit dem es dann einen schönen Abend verbringt, entpuppt sich ja vor mir als das allergrößte Arschloch von alle, und dann geht ja schon die Misere los, sie wird entführt und muss, sie bauen einen Unfall, und sie kommt dadurch aus dem Auto raus und läuft dann durch den Wald. Und von den Typen davor, deswegen haben wir auch den Zusatztitel Waldsterben, weil natürlich nicht alle aus dem Wald rauskommen. Der verrückte Hetzjagd beginnt und sie muss sich da irgendwie durchfreten durch die ganze Gaudi. Das hast du ganz gut gemacht. Der verpassen, oder? Ja, auf jeden Fall. Und wo stirbt jetzt da der Wald? Hä? Ja, da schaut halt aus, das sechs doch. Ich wollte nämlich gerade sagen, also der Beititel Waldsterben, den finde ich super cool. Normalerweise bin ich gegen so deutsche Beititel, aber Waldsterben finde ich in dem Fall ziemlich cool. Oder auch ein bisschen irreführend. Also ich hab ehrlich gesagt zwar schon auch das Hunted gelesen, aber drunter Waldsterben, hab sofort gedacht, boah, cool, wir reden mal über Doku. Das machen wir seit deinem Diego Maradona-Schmarrn, machen wir das nicht mehr, glaube ich. Das werde ich wieder aufleben lassen. jetzt bin ich dann wieder da zum Filme, außer jetzt werden wir dann wieder selber eine Doku besprechen. Ja, ich finde den Untertitel zwar ja, ist mal was anderes, gehört nicht zu den deutschen Untertiteln, die voll absagen, aber das Original Only the Savage Survive finde ich in dem Fall wieder besser, weil Savage in dem Wort, in dem Fall ziemlich gut passt, weil es am Ende oder halt ab der Mitte ja alles nur noch komplett irre ist, was da abgeht. Das stimmt. Man muss mir nicht behaupten, in dem Moment, wo sie auskommt vom Auto, ist der Film eigentlich eine lange Jagdsequenz durch den Wald. Im Endeffekt, ja. bis zum abrupten Schluss. Das darf ich auch sagen, aber ich darf auch sagen, dass uns der Corby mal sagt, wie ihm der Film so gefallen hat. Ja, also verzeih mir ein bisschen. Dann knüpfe ich gleich mal an dem O mit dem lange Wald, eine lange Jagdsequenz. Muss ich dazu sagen, da hat sich der Regisseur, der Vincent Paranaut, aber auch ziemlich ausgetobt, muss ich sagen. Ich glaube, dass er wahrscheinlich alle 10 Minuten irgendeine andere Idee gekommen ist, und dass ich dachte, jetzt lassen wir es nur das machen, und jetzt bauen wir da noch eine Paintball-Schlacht mit ein, und dann treffen sie nur irgendjemanden, und da machen wir dann einen Zeitsprung, und also irgendwie muss ich sagen, ich glaube, dass es vielleicht eben mehr so wie ein Experiment hätte werden sollen, und einfach zum Behaupten, der Film war jetzt richtig schlecht oder richtig gut, ist schwierig. Also ich glaube, das müssen wir ein bisschen aufarbeiten innerhalb von dem Gespräch. Es waren viele Passagen dabei, die sehr vielversprechend sind, wo man sich dann denkt, boah, leck, wie kommt sie aus der Situation jetzt wieder raus? Wie geht's jetzt weiter? Und irgendwann dreht sich das Ganze so, dass dann auf einmal der Jäger zum Gejagten wird. Und dann jagt die Eve, die eigentlich schon ordentlich kaputt ist, offensichtlich auch ein bisschen verwirrt, dem angehenden Mörder hinterher. Und irgendwie kommt es zu ziemlich bizarren Szenen.
Also ich bin nur so hin und her gerissen. Ich kann jetzt weder sagen, er ist richtig gut noch richtig schlecht, sondern ich möchte jetzt hier nur bis zum Fazit abwarten. Ich darf ihm auf alle Fälle unterstellen, dass die Metaphorik in dem Film wichtiger ist als wie seine Logik oder gar die Story. Aber wenn man das Ganze ja so sieht, sich halt den ganzen Film über rotes Kapuzenleibchen an, da kann man dann auch wieder Parallelen ziehen zum Rotkäppchen. Oder dass der anfangs sehr nette Kerl, der wo er eigentlich nur als handsome Guy im Abspann steht, im Endeffekt sowas wie ein Wolf im Schafspelz ist, steht sehr stur ihr recht schön. Und dann möchte sie auf einen Snuff-Film einlohnen und sie ist die Hauptdarstellerin. Und wie beim Rotkäppchen. Aber es geht ja dann wieder um übergriffige Männer, toxische Männlichkeit und lauter so Geschichten. Es geht so dann sogar noch so weit, dass die Umwelt im Endeffekt auf ihrer Seite ist. Also er hat da einiges zu bieten, als wir nur durch den Wald laufen. Ah ja, stimmt. Das habe ich fast wieder komplett vergessen. Das hast du überhaupt nicht erwähnt, Carney. Was? Ja, das mit der Märchengeschichte am Anfang vom Film. Ja, da war auch noch was, aber das ist ja nicht direkt zur Story. Ich wollte nur den Rahmen anreißen. Ja, dann darf ich sagen, wenn der Mike schon von Metaphorik spricht, dann kann der Mike ja kurz noch erklären, was da am Anfang für Märchen erzählt worden ist. Ach, okay. Dann machen wir ein Hörbuch draus aus unserem Podcast, oder wie erzählen wir davon jetzt? Okay, du machst die ganzen Geräusche von den Tieren. Okay. Ich mache das jetzt nicht lang. Ich sage dir einfach nur, dass eine Mutter ihrem Sohnemann am Lagerfeuer erklärt, oh Gott, das wird doch, das schaut mir doch leid aus. Das darfst du normal doch ein Intro schon. Ja, das stimmt. Eine Dame erzählt ihrem Sohnemann am Lagerfeuer beim Campen die Geschichte des Waldes quasi, dass da Frauen im Endeffekt auch misshandelt worden sind und sie haben dann gebetet und gefleht und die Natur hat sie dann erhört und hat sich dann quasi an den Peinigern der Frauen gerecht, so ungefähr. Und das verzeiht die alte Dame ihrem Sohnemann und im Endeffekt gibt dir das der Film schon mit an die Hand, wenn du den Film dann weitersägst, dass du sagst, ah ja, okay, jetzt haben wir in dem Wald und jetzt kriegt dann der Bessi einen Arsch aufgerissen, weil die Natur nicht zuschauen kann, wenn die arme Dame da zu Tode gehetzt wird. War das gut? Ja, immer. Nein, perfekt, weiß, was du sagst. Perfekt. Die Tiere haben mir ein bisschen in den Stich gelassen, muss ich sagen. Es ist aber schlechte Performance. Schon, aber es ist doch eh der Rehbock oder was das auch immer für Viech war, käme zum Kuscheln. Genau. Das war schon nett. Ich hab's zwar nicht verstanden, was er mich, aber sie haben auf alle Fälle gekuschelt. Stimmt. Und im Endeffekt, wo wir dann wieder beim Rotkäppchen sind, es ist ja am Ende da so, dass dann auch wieder einer zum Jäger wird, so ungefähr. Also der Junge wird dann zum Jäger. Wie gesagt, das sind ganz viele märchenhafte Aspekte in dem Film drin. Zirp, zirp. Ich bin wenigstens nicht immer ich derjenige, der die Grille machen muss. Naja, aber sagen wir mal, irgendwann, wie erklärst du das dann, dass sie das dann so dreht? Im Endeffekt wendet ja sie das Blatt, indem dass sie ihren Charakter ändert. Sie ist jetzt dann nicht mehr das Opfer. Man sagt ja am Anfang vom Film schon, dass sie die körperlich Fitte ist und muss sie auch im Privatleben mit dem, oder im Beruf, sagen wir so, bei den Männern durchsetzen oder gegen die Männer durchsetzen. Und anfangs ist ja dann die Verfolgte durch den Wald und sie traut sich dann das Ganze und sie wird dann quasi von der Gejagten zur Jägerin. Und im Endeffekt, wer da nicht an Predator gedacht hat, wenn sie durch den Wald schreit und den Besen quasi herausfordert, dann weiß ich es. Am Predator hast du... Gut, aber ich möchte den Film jetzt nicht mit dem Predator vergleichen, aber die Szene habe ich gedacht, das ist der letzte Film, an den ich gedacht hätte. Nein, ja voll. Da hätte ich nur eher an Ratatouille gedacht oder an sonst Dinge, aber nie mehr so an Predator. Da hätte ich nur eher an Ratatouille oder sowas gedacht. An Braveheart. Braveheart, genau. In dem Moment, wo sie dann da das Blaue im Gesicht hat, gut, das ist kein Spoiler, das sieht man schon am Cover vor der Hülle. Ja, eben. Wer da nicht an Braveheart denkt, dann weiß ich es auch nicht. Vor allem, weil wir ja wissen, dass die Braveheart-Schlachten alle mit Paintballs geschlungen worden sind. Auf jeden Fall. Also ich muss für meinen Teil sagen, mir hat der Film gefallen bis zu dem Autounfall und ab dann ist es für mich in einen kompletten Irrsinn abdriftet, bei dem ich mich nur noch aufregen habe müssen in einer Tour, weil sich einer dümmer als der andere verhält. Da war ich so narrisch geworden. Nein, die ersten 10 bis 15 Minuten von der Verfolgungsjagd, die sind auch nur unterhaltsam. Was war denn da? Da ist gelaufen, dann ist er aus dem Wasser raus und das Erste, was du ist, dass er sich zum Rehe legt und schläft. Nein, nach dem Autounfall wird es doch erstmal nur im Dunkeln verfolgt, dann wird es doch mit dem Handy dann
einmal gefunden und dann sind sie ja kurz davor, dass sie es schnappen und dann lassen sie in den Fluss reinfallen. Ja, macht sie Gummifacke in den Bach rein und dann auf der anderen Seite rumpelt es dann zum Reh und legt sie hin und schläft. Das ist der erste Gedanke, wenn ich daran denke, dass wir zwei Narische verfolgen, dass wir erstmal hillig und schläft beim Reh. Natürlich möchte ich auch mit dem Reh kuscheln, die sind ultra süß, da brauchen wir nicht schmerzen. Ja, wo wir wieder bei der Metaphorik sind. Ja, die interessiert mich in dem Fall nicht, weil wie gesagt, für mich baut sich der Film auf, mit dem bis zu dem Autounfall baut es eben so auf als ja, so Entführungsdrama und sie musste dann vielleicht aus den zwei eher eine Fänge rauskämpfen, weil sie halt irgendwo dann eingesperrt wird. Ich habe halt da schon mit, der hat mich schon in eine ganz andere Richtung geführt, wo es jetzt auch nicht schlimm ist, dass er die Richtung dann nicht eingeholt, die man erwartet hätte, aber die Richtung, die er dann einschluckt, da geht es für mich gerade noch drunter und drüber mit lauter dumme Entscheidungen, lauter so Logik-Dinger, wo ich sage, die stehen doch da drüben, das muss doch sehen machen, also das sagt doch jeder in Gottes Namen, ich kann denn das nicht sehen, was soll denn das? Die geht einfach an denen vorbei teilweise. Das waren alles so Sachen, wo ich gesagt habe, nein, das ist einfach Bullshit, das hat mich genervt. Das hat mich komplett genervt. Also die Szenerie und dann eben das, was Corby schon gesagt hat, mit der, dann sind sie vor allem in einer Paintball-Schlacht im Wald drinnen und kein Menschen interessiert es, dass einer mit dem Stecker auf den anderen losgeht und der andere hat ein Messer und ich schieße einer unbeteiligten Frau mit der Paintball-Kugel ins Gesicht und das interessiert auch keinen. Das ist so irre, dass ich echt nur da sitze und denke, warum, was soll das alles? Also ich finde es halt, es ist schon fast ein Genrewechsel dann auf einmal, weil es ja wirklich in so absurden Situationen auf einmal dann drin ist, gerade dann als Finale, also zumindest die Örtlichkeit und wie sie zwei halt dann aufeinander losgehen, schon mal was anderes. Ja, vor allem, wie es aufeinander losgehen. Ich bin immer noch nicht dabei, dass ich jetzt sage, extrem schlecht oder extrem gut. Ich bin immer nur so... Ja, vor allem bei dem, weil du das sagst, mit dem aufeinander losgängen, da greift dann wieder das, was ich gesagt habe, mit dem Only the Savage Survive, wenn ich das heißt, weil das ist ja dann der Kampf in dem Haus, das ist ja dann völlig irre, jetzt nicht negativ gemeint in dem Fall, aber das dreht ja dann alles so durch, die Schnitte dazwischen mit denen, die Gefrieser, wie das Grinsen oder Schreien, das Licht und alles, das ist komplett, also das Finale ist komplett irre, aber das dann wieder im positiveren Sinne, das fand ich dann eigentlich wieder richtig cool mit dem Sound, die Beutel und das Schauspiel von denen zwei. Das Finale war dann wieder cooler, aber so von Autounfall bis zu Finalkampf, das dazwischen, das war mir zu viel blöd. Da denke ich mir die ganze Zeit dumm, das ist auch dumm, das ist schon wieder dumm. War leck hier auf jetzt, das ist noch dümmer. Also da bin ich nur da gesessen und hab geschimpft. Ja, aber wie gesagt, bei bestimmten Sachen, die wo da jetzt in dem Fall dumm umgekommen, die Hand, ich muss es wieder sagen, der Metaphorik geschuldet. Weil wenn ich sage, sie ist dann ja im Endeffekt in der Tankstelle und dann kommt er und dann packt das und dann heißt es so quasi, ja, das ist meine Freundin und lass uns in Ruhe und was weiß ich. Wo ich auch wieder sage, ja, okay, sie hat keine Stimme, sie kann nichts sagen, der Mann unterdrückt sie, so in der Richtung ist das gemeint. Glaub ich. Und der Film hat jetzt in dem Fall ähnliche Probleme. Die Tankstelle ist vor dem Unfall. Ist es vor dem Unfall schon? Ja gut, ist ja egal. Aber, bis dahin hat es mir noch gefallen, also lass mich. Okay. Aber es ist ja so, es gibt ein anderes filmisches Beispiel, wie der Film Revenge, der französische Rape and Revenge Film von 2017. Der hat ein ähnliches, was heißt das, Problem gehabt, aber der hat mit ähnlichen Metaphorik gearbeitet. Ist das der, wo sie in dem Ferienhaus sind, irgendwo bei der Wüste? Wo ja, da wird es am Anfang vergewaltigt und dann wird es über die Klippe geschmissen. Ja, und da, wo genau. Man sagt, das kann die nie überleben. Aber dann kommt der Einsatz der Ameisen und der wenn man halt dann auch ein wenig schaut, für was steht zum Beispiel jetzt da die Ameise, dann kann man halt da die Metaphorik rauslesen, warum das sie jetzt wieder aufsteht und warum sie nicht da ist und so Geschichten. Und die sind halt so Sachen... Mir geht es ja weniger um das, dass irgendwas metaphorisch dargestellt wird. Übrigens, wir machen mal einen Zähler mit rein, bei jedem metaphorisch und Metaphorik und Metapher trinkt es einen Schnaps halt. Also jetzt euch daheim, weil sonst dürft ihr nicht mehr fahren danach. Um das geht es mir gar nicht, das ist ja, damit habe ich kein Problem, mir geht es halt um so dumme Sachen, wie gesagt, wenn es am Fluss entlang gingen, sie geht da schon hunderte Meter den Fluss entlang, mit freiem Blick auf das Ufer und die anderen zwei hocken da und dann, also das, weißt du, sie müssen es fangen, na was tut ihr jetzt, ziehe ich mal meine Schuhe aus und tue meine Füße wegen ins Wasser, halt, weil es ist ja schon angenehm, da haben wir ein bisschen kneipen, ist ja schon seit 200 Jahren bekannt, dass es gut ist für den Kreislauf und sie, sie rennt umeinander wie eine mit, wie ein Teenie mit Kopfhörer und schaut im Boden rein, so ungefähr und sagt das nicht und da sage ich, das ist so gekünstelt dargestellt, dass sie das jetzt nicht sagt, das kann man einfach besser und schöner machen, weißt du, lass die zwei Typen,
Baum, einfach innerhalb von, von den drei Bäumen noch gehe, dann sage ich, okay, die hat es nicht sehen können und sie können sich dann verschanzen. Aber die sind da beim Kneipen in Gottes Namen. Und das sind nicht felsige Sachen. Ja. Oder allein schon, dass sie die ganze Zeit das rote Leiberl hat und sie kann eigentlich nicht noch besser gesehen werden, als sie da die Flammen steht, dass das rote Leiberl hat und dann möchte sie aber verstecken im Wald und so Geschichten. Ja, ja, das verstehe. Oder halt eben das da mit der Paintball-Ding, das finde ich auch total, dass Paintball-Schlachten im Wald gibt, das wissen wir, das ist ja völlig legitim und dann soll auch dieser Zufall passieren, dass sie ja gerade in so eine Paintball-Schlacht einlaufen, aber dass es keinen von diesen Paintball-Spielern, und ich gehe jetzt davon aus, die sind nicht so beieinander, wie wir beim Korbis Jungs ein Abschied waren, sondern ich sag, das sind normale, dass es keinen interessiert, dass da zwei auf einmal drinnen sind, ohne Schutzausrüstung, ohne Paintball-Waffen, sondern mit einem Stecker und der eine hält sich in den Arm und einer schießt sie ohne Helm, schießt sie ins Gesicht und es interessiert einfach keinen. Ich weiß nicht, was ich mir da sagen möchte. Das ist das klassische Spaß wurde ernst, oder? Achso, ja, und Ernst ist jetzt 12 Jahre alt. Bei dem Moment, da möchte ich kurz drauf eingehen, habe ich echt gedacht, die stehen jetzt beide so dermaßen unter Drogen, dass die sich das einbilden. Das war eigentlich der ganze Film ein Trip war. Ja, oder halt zumindest diese Sequenz, dass wirklich so dermaßen auf einem losgeht. Weil ich habe mir echt gedacht, das gibt's doch nicht. Kurz bevor diese Paintball-Schlacht gekommen ist, habe ich mich die ganze Zeit gefragt, ja, und wann schmiert sie sich jetzt die Blaubeeren ins Gesicht? Also wann passiert das? Mit den Blaubeeren habe ich auch gerechnet. Die hat sie ja vorher gegessen, die hat er gar keine mehr, gell? Ja, und dann auf einmal kommt echt eine Paintball-Schlacht. Also man sieht erstmal nur, dass die Typen mit der Waffe kommen und du siehst halt dann, okay, das sind Paintball-Women. Und dann habe ich mir gedacht, na Kim, das kann jetzt echt nicht der Grund sein, warum sie was Blaues im Gesicht hat. Und doch, tatsächlich. Der Rauch halt auch noch dazu. Du denkst, jetzt kommt was weiß ich, ein Sondereinsatzkommando oder hier oder sonst irgendwas. Und dabei ist es wirklich eine Paintball-Schlacht. Und vor allem, wenn du wirklich mal so einen Paintball-Kugel ins Gesicht kriegst, dann schaust du mir auch ganz shit um, weil da fährt da so ein Pinkel auf, dass der Rauch davor geht. Ah, so schlimm ist das nicht, gell, Corby? Also, so wie die in Rage waren auf den Losgänger ist, das kaufe ich ihr sogar ab, dass sie das dann einfach geschluckt hat. Ja, und du weißt ja, wie es ist. Du hast doch von mir auch Friendly Fire kassiert. Aus nicht so... Am Arsch! Nein. Am Arsch habe ich das gehabt und nicht am Hirn. Ich gebe euch das alles... Du hast doch einen Waschelcode. Ja, das stimmt schon, aber nicht von dir. Das weiß ich nicht mehr, aber irgendjemand habe ich am Hinterkopf aufgeschossen. Aber ich habe selber auch nicht auf dem Hinterkopf gekriegt, das hat ganz schön zunden. Entschuldigung, Mike. Nein, so, ja, genau. Du redest nur über Festel, wo ich nicht dabei war, was lustig war ohne mich. Passt schon. Das nächste Mal, wenn ich wieder Junggesellen Abschied habe. Jede zweite Ehe wird doch geschieden, also es heute endet mit euch. Darum werden wir gewiss noch mehr Fessel haben. Nein, ich gebe euch das auf alle Fälle. Also ich muss auch sagen, für meinen Teil, ohne den Arthouse-Part war der Film um einiges schwächer ausgefallen in meiner Bewertung, muss ich auch sagen. Aber wie gesagt, über die ganze Laufzeit hat er mich gut unterhalten. Der Charakter von der Eve, der hat einige Wandlungen durchgemacht. Der Bad Guy, der wo eigentlich nur als Handsome Guy eben beschrieben wird im Abspann, macht seinen Job super. Also selten so einen riesen Arschloch gesehen. Den hasst man so richtig, den hasst man voll. Volle Kanne, volle Kanne. Habe ich schon in der Bar gehasst. für seine Einführung, also so behindert umeinander tanzt. Kein Mensch tut das so. Und wenn, dann wirst du sofort gewichst, weil der Erste wirft eine Bierflasche am Schell auf der Tanzfläche. Dass er den einen Typen verscheucht hat, der mit seinen super Flirtsprüche. Ja, die hätten, gib ihm nur 10 Minuten, hätte ich ihm gegeben und dann war er gelandet bei ihr. Ja. Sag mal, bist du traurig? Komm, ich nehme dich mit nach Hause. Ja, du schaust traurig aus. Das ist wie wenn du einen nackten Mann machst, oder? So dreist es ja, dass ich schon wieder sagen, ja, geh mit. Weißt du? Ja, genau. Nein, und ich muss auch sagen, es waren ein paar zwei so Gewaltspitzen mit dabei, da wo ich auch gesagt habe, ja, Respekt, Stichwort Panzertape und Pfeil, das waren zwei so Szenen, vor allem das mit Panzertape, fanden die richtig mies. Das ist ja richtig derbe Scheiße gewesen. Und ja, das mit dem Pfeil war auch hübsch mies, weil man eigentlich der Person ja das Überleben gegönnt hätte, meiner Meinung nach. Ja, aber irgendwie war es klar. Ja. Allein schon die ganze Atmosphäre, die da dann auftritt, wenn sie die unterhalten. Was die ganze Dings, was wärst denn du jetzt so komisch nachgefragt? Lass mal den jetzt in Ruhe. Ja. Und dann, was ich auch voll krass fand, war der Storschlag ins Gesicht. Oh, leck mich am Arsch, aber doch, das hat so weh, du beim Anschauen, aber ich denke, du hast mir jetzt doch irgendwie leid. Irgendwie geht's allgemein auf ein paar Nasen. Ja. Also der Typ hat's insgesamt überhaupt nicht gut gehabt. Nein, das war kein schöner Film für ihn. Nein. Der Vollidiot, ja. Ja, okay. Wie schaut's denn aus? Gehen wir zum Fazit. Hat jeder, der hat, habt ihr was zum Song? Was Geistreichs? Oder auch nicht? Nein. Geistreich ist bei uns viel am Platz, das wissen wir doch.
Es war auf der Esel, den sie immer zuerst, dann fange ich jetzt einfach hoch, weil sonst muss ich wieder den Rest halt zusammenklammen, was mir gefallen hat und was nicht. Was mir super gefallen hat, das war der animierte, was heißt, animiert war er nicht ganz, es war so ein Schattenspiel, Vorspann mhm. oder die Märchensequenz, die hat mir super gut gefallen. Und die versetzt die dann schon ein bisschen so in eine Märchenstimmung, die du für den Film, zum Genuss des Films, glaube ich, auch brauchst. Und was mir nicht gefallen hat, das ist das eintönige Setting dann, das durch den Wald laufen. Das war dann doch öfters einmal, dass du sagst, ja, jetzt darf er dann doch einmal ein wenig eine Abwechslung mit einkommen. Gut, die ist zwar dann teilweise auch gekommen, aber oftmals war es mir dann ein wenig viel, laufen durchs Grüne. Karni, wie schaut's bei dir aus? Ja, als Zweiter, ist es, ne? Ja. Was mir gut gefallen hat, war, wie es der eine Kollege vom Hans am Geil besorgt kriegt, das hab irgendwie, er hat mir zwar schon leid da, aber ich finde es halt so geil, weil er eigentlich nur dabei ist bei dem Film, dass er die ganze Zeit volle Socke aufs Maul kriegt, ab dem Autounfall. Und ja, da habe ich mir wieder lachen müssen, weil ich dachte, deine Rolle ist komplett unnütz, die braucht kein Mensch bei dem Film, aber du kriegst es wenigstens geil besorgt, du bist für die Schauwerte gut. Und was mir nicht gefallen hat, ist halt eigentlich die zweite Hälfte zwischen Autounfall und Finale, weil für mich das dann auch einfach nur so ein stupides Dahinlaufen ist mit so viel brunstdumme Szenen, wo ich sage, das kann euch schon lange vorbei sein, wenn sie einer von euch nicht wie ein totaler Vollidiot anständert. Gut, gekauft. Corby, wie schaut's bei dir aus? Also mir hat ganz gut gefallen diese Darstellung von dem charmanten Mann, der Mörder, weil der einfach echt so ein Psycho war und die ganze Zeit also originell gruselig einfach war. Also am Anfang fahren sie halt im Auto dann durch den Wald und dann sagt er zu dem anderen Typen, ja sag einmal, würdest du mich küssen? Er sagt so, natürlich. Ja, komm, küss mich. Wenn man denkt, Alter, what the fuck? Aber keine Ahnung, er zieht das halt bis zum Schluss durch. Also er ist halt echt einfach nur voll der Psycho. Mhm. Und das fand ich irgendwie cool. Und was mir halt nicht so gut gefallen hat, ist das, dass ich halt ab einem bestimmten Zeitpunkt mich verloren gefühlt habe im Sinne von, was will der Film denn jetzt eigentlich? Ist es Rape and Revenge? Oder ist es Rape, Revenge, Revenge, Revenge hoch 3? Also so, dass die zwei immer wieder hin und her wechseln. Also das war irgendwie dann ein Ticken zu viel Gewechsel. Und halt dann natürlich diese Logiklöcher, die aber das Ganze dann fast schon wieder so originell machen, dass ich jetzt sagen muss, schaut's euch an und bildet euch eure eigene Meinung darüber. Genau. Aber wenn sie sich eine eigene Meinung bilden sollen, dann brauchen sie uns ja nicht anhören, oder? Wollen wir sie ja doch vorgeben, was so schauen und nicht. Wow, hast du ein Ego wieder. Also, okay. Ich sag, schaut es euch verdammt nochmal an, weil vielleicht sagt ihr dann, boah, leck, die haben überhaupt keine Ahnung, mir ist das erst letztes Wochenende passiert. Genau, die haben überhaupt keine Ahnung, deabonnieren die Spasten. Aber ich finde da, anschauen kann man sie auf alle Fälle, weil ich finde teilweise echt, wenn ich so drüber, wann haben wir noch geschaut, vor 3-4 Tagen, und immer wieder, wenn ich drüber nachdenke, aber noch, der ist teilweise, in der Mitte ist er echt teilweise so blöd, dass man fast einmal gesehen haben muss. Und aber der Anfang und das Ende, die finde ich halt wirklich cool. Und vor allem den Endkampf, den allo, der ist rechtfertigt, dass man den Film mal anschaut, weil das ist so irre gespielt und das ist so over the top, das hat mir richtig gut gefallen. Ja. Und wie gesagt, Arthouse-Freunde, die gerne mal zwischen die Zeilen lesen, die kommen da auch definitiv auf ihre Kosten. Und was ich auch noch positiv anmerken möchte, Lob in Richtung Pandastorm, und zwar, die schauen wirklich immer, dass sie eine saubere Synchronisation zaubern. Was ganz andere Labels, die da scheinbar abschneiden können, ist für Pandastorm Standard. Also da ist die Synchro immer top. Und das darf man auf alle Fälle auch mal positiv erwähnen. Absolut. Wenn ihr nur Synchronstimmen für Tiere braucht, der Karni hat ein echtes Talent dafür. Sehr ja, Karni, Karni machen wir eine Kuh. Perfekt. Ja, mir jetzt richtig beidelt. Schon, Mann. Oder? Möchtest du mal mit Funky hören? Das ist auch gut. Ja, bitte. Scheiße, du Scheiße. Ich sehe jetzt schon Anfragen einer gekommen für ein Hörbuch mit Bauernhöfe für Kinder. Mhm. Ja, die Form der Tiere. Ja. Also bevor wir noch mehr in Krampfeuer kommen, sage ich danke fürs Zuhören. Du hast uns bitte liken, teilen, positive iTunes-Rezensionen schreiben. Du erst mal noch ein Triple Threat fragen. Ah, stimmt, habe ich die Ehre. Hätte ich wohl vergessen. deswegen ist der Mike nicht so oft Moderator, weil er helfen vergisst. Das aber stimmt. Das kriegen wir schon, Michael. Das kriegen wir schon.
Jetzt pass auf, das war. Habt ihr das Memo wieder nicht gekriegt, oder was mit dem Skript? Achso, stimmt. Also, sing bei mir in dem Film Titten. Nein. Okay, sing bei mir tote Tiere. Ja, sing mal. Und zwar den Hasen. Der war obsolet, gell? Boah. Boah, lecke, stimmt. Und sing mal nackende Trompeten. Nein, trompetet wird nicht. Nein, es wird nicht trompetet. Naja, aber zumindest tote Tiere, das ist schon Ebs. Ja, schau her, 1 von 3. 1 von 3, da ist was für den Tierschutz getan. Okay. Ich hab mir gedacht, du reimst du richtig und sagst, da ist was für den Tierschutz dabei. Nein, ich bin nicht so das Reime-Monster. Nein, okay. So, Mike, du darfst abmoderieren. Ja, also dann wieder mit Danke fürs Zuhören und euch zwei merci fürs Dabeisein. Und ja, bis zum nächsten Mal. Servus, pfiat euch. Bis zum nächsten Mal beim besten Podcast im Wald. Welt. Jetzt wollte ich dazwischen quatschen. Im Wald. Im Wald?